Ja, hey, willkommen, mein Name ist Sonny Rollpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir die Wiedergeburt von Freezer verhindert. Also nee, wir haben sie nicht verhindert, er ist wiederbelebt worden, aber wir haben ihn fertig gemacht. Und ja, wenn ihr diesen Part Rücken an Rücken mit den letzten anguckt, dann werdet ihr sehen, ich habe mich keinen einzigen Zentimeter bewegt. Und ja, wir gehen jetzt mal zurück nach Konton City und gucken, was wir jetzt machen können. Wir haben so ein paar blaue Quests, die können wir machen. Und ja, irgendwas passiert, wenn ich zurückkehre. Warum tut mein Hals so weh? Ich habe nicht mal, weil nicht. Ich habe in der letzten Folge schon irgendwie so Halsschmerzen gehabt. Nein, das passiert nichts. Okay. Das Blöde hat mir offscreen passiert. Das ist, glaube ich, verhindert, dass das irgendwie aufgetaucht ist. Da wir dürften vielleicht neue Klamotten kaufen, Quests und so freigeschaltet haben. Mal schauen, wir machen die blauen Dinger als erstes. Irgendwas Neues? Nö. Boah. Mischladen, Kostümladen. Nirgendwo was Neues. Nein. Na gut, dann. Und hier eine Trophäe oder so bekommen, glaube ich. Gut, dann machen wir, was auch immer hier aufgetaucht ist. Sind ja, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Immer noch keine neue Dings aufgetaucht. Keine neue. Was sind das Dingen da hinten? So, das da, wo ihr am Schuh ist, glaube ich. Wir machen erstmal diese blauen Quests, die aufgetaucht sind. Gucken wir mal. Ich muss mal gucken, ist irgendwo eine neue Dings aufgetaucht, eine neue Expertenmission. Schon nicht mehr sicher, welche schon gemacht haben, welche nicht. Aber da kennt man ja, glaube ich. Galaktische Tyrann, Thales. Ja, Thales ist übrigens gerade mein Meister. Ich glaube, Videl und Son Gohan habe ich abgeschlossen. Machen wir auch in den nächsten Folgen mal. Ja, ich glaube, die Expertenmission, die wir noch machen müssen, erkennt man. Die sind so schwarzlich, glaube ich. Hier ist irgendwo was. Raspberry, hallo. Wärst du zur gleichen Spezies wie Vegeta? Pass auf, oder du verlierst deinen Heimatplaneten schon wieder. Ich heiße Raspberry, ich bin hier auf einer Spezialmission, auch noch von Lord Freezer. Das ist perfekt Timing. Aber eine Bitte an euch alle. Wenn ihr mir helft, dann verschone ich euch. Willst du mich verarschen? Wer das klüger Wahl ist, ja. Galaxy Patrouille ausrücken. Gold, wie mein neues Ich. Oh nein, ich muss Jacko. Vor allem, ich muss halt allein machen noch. Oh, das wird nervig. Das Blöde ist, man kann mit Heilgegenständen nicht seinen Dingen zeigen, oder? Im ersten Teil war das nicht so. Also Leute, die so storymäßig bei ihm sind, die kann man nicht helfen. Heilen. Mein Gott. Dann muss ich hier, Alter, muss ich ja voll auf geil aufpassen. Und die halten natürlich voll viel aus. Nein. Na, Jacko, wo bist du? Nein, geh weg von ihm. Geh weg von ihm. Nein, geh weg von ihm. Nein, der hat schon was verloren, ey. Hast du solche Missionen, wo man Leute beschützen muss? Vor allem, die ignorieren einen auch dann immer, die Gegner. Ich habe noch so eine Mission, so eine Parallelquest, die ich machen muss. Da muss ich irgendwie Super Buu schützen, während ich gegen Son Goku, Vegeta und also Leute kämpfen muss. Und dann kommt, glaube ich, Vegetto und so. Die Mission habe ich nicht geschafft, weil Super Buu immer fragt. Geblieben. Oh, guck mal, wie viel er schon abgezogen bekommen hat. So. Okay, wir müssen aber nicht gegen 20.000 von denen kämpfen oder so. Ich glaube, ich schalte die dann auch irgendwann mal frei, ne? Ich habe die noch nicht freigeschaltet, hier die ganzen Freezer-Soldaten, also wahrscheinlich auch freischalten. So, wer war noch dabei? Neo-Kommando, weiß ich nicht. Freezer kam am Ende. Ja, Riku wollte schon sagen, ja. Oh, wir sehen. Boah! Nein, aha. Und Jacko.
Er wird nicht angegriffen, sehr gut. Ich verarschen die Posen und werden dadurch ab. Boah, ich kenne diese Pose noch. Da habe ich die hatte ich auch früher im ersten Teil. Boah. So, komm her. Nein, das fasst da gerade Jacko an. Der hat HP verloren, habe ich gerade gesehen. Hallo, Guldo, willst du mich verarschen? Willst du von Guldo kaputt hauen? Na, jetzt geht Ekuma auf den. Piss dich! Oh, ich hasse solche Mission, ey. Oh gut, sehr gut. Nein, Guldo, geh weg von dem. Komm ja auch den kaputt. Mal geh weg, ich muss das, ich muss ja Dings beschützen. Alter, bleibt der hier? Boah. Ja, das war klar. Ich bin vergiftet. Nein. Ich glaube, Gift bleibt die ganze Zeit, ne? Da. Alter! Ja. Ja, auf mich zu ignorieren. Boah. Guldo. Meine Güte. Ich kann mal sagen, ob ihr irgendwie einen Unterschied seht hier von der Angriffskraft, die ich jetzt habe. Meine Güte, ehrlich, Guldo. Du sollst echt nicht so nervig sein. Boah, leck mich ab. Ja, und das Gift geht nicht weg. Super. Wird überhaupt, boah, wird überhaupt nicht nervig. Aber gut ist, wenn ich jetzt schaffe die Mission, dann wird die nicht mehr schwieriger. Wir müssen da immer noch grün. Ginyu! Chase, der war auch noch. Oh. Oh. Oh ja. Nein, was zum Böser? Boah. Den heilige Gegenstände habe ich nicht mehr, leider. Nein, Gold, Jacko kriegt auf die Fresse. Au, ehrlich. Boah. Nein, nicht. Au, ehrlich. Die Schraube. Was so? Kann ich mal aufhören, so Schrauben zu machen? Alter. So, ist Ginyu weggehauen, sehr gut. Alter. Aber ich muss halt nur einmal schaffen bisher. Bis jetzt. Ich hab, boah. Wenn ich das einmal schaffe, dann kann ich das später machen mit mehreren Charakteren. Boah. Ehrlich? Ey, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Warum stehen die sich so an? Und der. Ja, keine Ausdauer, du bist dran. Und du geh weg von Jacko. Jetzt Patroller, wie ich. Boah, das ist aber auch nervig, dass ich vergiftet bin und jetzt das nie mehr weggeht, ey. Das ist jetzt nicht nötig, ja. Da wollte ich nicht, aber sehr gut. Boah, du wolltest mich greifen, ich hab's genau gesehen. Soll ich mich mal wesentlich aufladen? Er kommt direkt Freezer. Ja, nur ein Gegner kommt schon. Ich bin nicht bekloppt. Was für eine Ausdrucksweise. こんなに運動したのは久しぶりだったよ。いや、そろそろ決着をつけようか。あ、ドドドン。あ、そう、マン。ない。うわ。やめ、めさん、シュワンス、ブルー。お、ない、ベストネイ。
Wurf. Nein. Sehr gut. Was weiß ich ja noch nicht. Kann mich irgendjemand hier heilen? Ich voll doof, dass das Gift nicht weggeht. Goldfreezer. Ja, oder? Oder volle Power. Ja. Draco macht Goldfreezer fertig. Lass mich raten, wenn Draco jetzt verreckt, ist immer noch Game Over, ne? Also ne, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich das jetzt schon geschafft, ne? Ich muss das gar nicht schaffen. Was? Ehrlich? Ah ne, du kommst sehr gut. Toll, du kommst genau richtig gerade. Sehr gut, wir können hier gewinnen. Weil wenn ich wieder belebt werde, werde ich glaube ich nicht mehr vergiftet sein, ne? Sehr gut, mein Meister ist aufgetaucht und rettet mir den Hintern. Wow. Was zum Teufel? Oh nein. Ja, warte, damit nur wehtun hier. Und ob Jacko rette. Das Kamikaze Angriff gestartet. Ja, Thales macht ihn fertig, sehr gut. Sehr gut. So, ich mach den von der Ferne fertig. Du machst halt von vorne, Thales. Ziehen an den Haaren, warte, er hat keine Haare. Nein! Ich schaffe das ja noch mit den AP. Bin ich jetzt eigentlich stärker? Ja, ne? Ein Saiyajin halt, ne? Was mein Meister nicht an? Komm schon, ein AP. Ich habe bestimmt nur ein AP wegen dem Gift, ne? Jetzt hätte ich meine Dings einsetzen sollen, meine ist schon hell Dingens. Ich weiß es nicht, wir haben sogar noch gewonnen, ey. Gut gemacht, Thales. Wir haben mir Faust. Und sogar noch Z ausgezeichnet. War aber nicht Z würdig, finde ich. Und Thales lacht einfach nur so. Da bin ich auch irgendwie gut. In der Charakterauswahl ist Thales, glaube ich, einer von wenigen Charakteren, die irgendwie eine Pose haben, wenn man nichts drückt. Bin irgendwie komisch. So, was hat der? Ach ja, der Soldat, der kam am Anfang und so vor. Wie, du hast Lord Freezer bezwungen? Wie konnte es so etwas passieren? Ich dachte, er wird alle niedere Krieger. Ich habe mich wohl geirrt. Ja, du hast jetzt deinen Meister hier umgebracht. Du bist jetzt daran schuld. Mein Gott. 6, 7, 8, 9. Immer noch 9, ne? 9 hatte ich vorher schon, ne? Hatte ich schon 10. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Steht hier, glaube ich, irgendwo. Das steht hier nicht, aber man hat eine Prozentzahl. Expertmission 47%. Das heißt, gibt es ungefähr 20 wahrscheinlich. Zell? Ne. Barack. Obama? Du bist also, der meine geliebten Anhänger verprügelt. Ach ja, das habe ich immer offscreen gemacht, hier so Zeitsoldaten besiegen. Ich bin der Anführer der Lutz-Gang und jetzt hast du mich sauer gemacht. Es ist Zeit, die heimzuzahlen. Okay, jetzt sind immer so random. Ich dachte immer, es sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben auch irgendwie so eine eigene Story oder so, aber anscheinend habe ich die ganze Zeit immer gedacht, das sind nur Dingens hier, so nur nach 15 Typen. Hab ich immer auch mal gemacht, on-screen. Er hat sich schon umgedreht, bevor ich überhaupt mich teleportiert hatte. Super Saiyan 2 weg. Kostüm, was ist das? Dabras Kostüm? Oberteil? Ja, ne? Au. Habe ich doch geblockt, zwar nicht von hinten, aber mein Gott, kriegt der voll auf die Fresse. Ja. Noch mal. Jetzt bist du dran. Tschüss. Ah, dich. Oh, oh, oh.
Oh ja, Barack Obama erledigt. Hab ich noch einen Kampf zurück verwandelt. Ich kriege aber jetzt, glaube ich, voll viel Erfahrungspunkte, ne? Boah. Noch vier? Ah ne, ich hatte noch einen übrig. Wird wahrscheinlich in Gesundheit hier reinfließen, weil alles andere macht gar keinen Sinn eigentlich. Was habe ich bekommen? So auf Level 85 nur so 40 Punkte. Packen wir den Gesundheit rein. Ah, wer bist du und wie konnte ich gegen dich verlieren? Egal, wir müssen Verantwortung für unsere Fehler übernehmen. Lutz ist hiermit endgültig aufgelöst. Mit uns kannst du machen, was du willst. Wie du willst, dass wir als Zeitsoldaten arbeiten, aber es war keine andere Wahl. Wenn du sowas willst, na schön, wir tun, was du sagst. Oh, 4 Sterne Ring, boah, wie viel habe ich? Ups, Alter. Ich glaube, mir fehlen nur so 2 oder 3, 4, 5. Fast. Okay. Guck noch mal, ob hier irgendwo eine Expertenmission ist. Wenn nicht, dann machen wir vielleicht ein paar Meister oder Parallelquests. Mal schon. Wieder mal ein paar Meister hier aus dem Weg räumen erstmal. Ich glaube, wir haben Schuh hatte ich schon fertig. Okay, gehen wir zu ihrem Schuh und machen den schnell. Put. What hit? Hallo hit. Hit eiskalt. Was will ein Saiyajin wie du von mir? Willst du, dass ich meine Techniken beibringe? Hm. Und wenn du darauf bestehst, dann zeig mir, wie entschlossen du bist. Okay. Zeitsprung, Blitzspießer. Okay, cool. Ist der per Patch oder DLC gekommen? Keine Ahnung. Aber jetzt auch, übrigens, das DLC, das ich erwähne die ganze Zeit, DLC, das DLC ist auch jetzt drauf. Mittlerweile, also mit Cover und Frost als Charaktere. Und davon anzugreifen, dann gehen reich für nach der Zeit von Greif an. Übrigens, das erste Mal, dass ich gegen Hit kämpfe, ja, gerade. Den allgemeinen sehe. So, ich habe andere Angriffe. Achso, ja, warte mal, komm. Das ist verliert the world, ey. Ja. Na, komm mal her. Nein. Mann, du Pisser, hör auf damit. Jetzt auch hier voll seinen Zeitsprung ein. Ah. Sehr gut. Nein. Nein, ich bin hier runtergeschmissen. Ich bin irgendwie weit ich bei Tal das bin. Okay, Hüt haben wir als Meister freigeschaltet. Gut. Ja, ein neuer Meister, den ich offscreen trainieren kann. Cool. Nicht unerfahren. Trotzdem, du hast mir gezeigt, wie entschlossen du bist. Ich frage mich, wie stark du wohl werden kannst. Cool. So, wir haben schon bei hier. Komm her. Hyperbuch. Okay. Sei mein Meister. Ja, machen wir das. Ja, wenn ich von Yamcha unterwiesen werde. Du willst mich aus? Hm, du hast echt nicht guten Blick. Stärke allein macht doch keinen guten Lehrer. Deshalb bist du zu mir gekommen, richtig? Gut, mach dir keine Sorgen. Lass das alles mir. Du wirst es nicht bereuen. Ich bin der große Yamcha. Ne, ich, der große Yamcha, werde dich zum stärksten Kämpfer der Erde machen. Nein, das Universum. Ich erwarte deine wilde Zeit. Boah. Wüstenbunny. Trotzdem gibt es zu ihm alles. Denkst du denn nie ans Schwänzen? Wenn du mal eine Pause machen willst, guck ich in die andere Richtung. Was soll denn der böse Blick? Oh, ja, richtig. Wenn du ein V-Pilz wärst, wärst du kein echter Kampfsportler. Ja, entschuldige bitte, ich habe eben wie ein Verlierer gedacht. Du musst schon einer meiner besten Schüler mit der Peitsche bei mir knallen. Keine Sorge, ich halte den Mund. Ich kenne dieses Brennen auf den Wettbewerb. Ich hatte das, als ich im Weltturnier gegen Son Goku und Krillin angetreten bin. Dank dir erinnere ich mich wieder daran, wie es heißt zu kämpfen. Du hast nie gegen einen von denen gekämpft danach. Ich habe keine andere Wahl. Ich werde alles tun, um dich zur Nummer 1 des Universums zu machen. Hey, beruhig dich. Diesmal meine ich es ernst. Boah, dann kann ja nichts mehr passieren, wenn die am Schuh garantiert, ich werde die Nummer 1 im Universum. Ehrlich gesagt, habe ich erst vor kurzem wieder ernsthaft mit dem Training angefangen. Warum ist das nicht offensichtlich? Damit ich dich in Kampf schlagen kann. Ich meinte damit nicht jetzt sofort. Schließlich bin ich dein Lehrer, wenn du dein Training abgeschlossen hast. Dann sind wir auf Augenhöhe. Einfach nur zwei Kampfsportler. Außerdem bist du dann der Beste im Universum, richtig? Dank meines Trainings.
Also muss ich stark genug sein, um den Stärksten zu schlagen. Deshalb muss ich trainieren. Hey, ich freue mich sehr, dass du mich auserwählt hast. Wenn du das nicht getan hättest, hätte ich vielleicht langsam mein stolzes Kampfsport erfolgen. Schon seltsam, dass ich dich zum besten Kämpfer ausbilde, um dich dann zu besiegen. Aber genau das werde ich tun. Jetzt, wo entschieden ist, sollten wir uns zum Training, unser Training verdoppeln. Was folgendes halten? Kranich und Schildkröte. Oh, okay, cool. Aber ich unter Tension an und am Schuh trainiert habe. Wenn immer eine Reihe oder willst du trainieren? Wir können die Welt denken, wird es Zeit sein, weniger Pflichten hast, können wir blablabla. Trainier mich. Lektion 1, Wolfzahnfaust. Das war erwartet. Ich brauche ein paar neue Ultimates, finde ich. Ich will super Kamehameha haben. Im ersten Teil hatte ich das perfekte Kamehameha. Ich möchte nicht schon wieder der gleiche Moveset haben. Oh Gott, hast du wenig KP. Ich weiß noch, wie diese Attacke früher mal für der Big Deal war. Jetzt ist sie. Er benutzt ja gar nicht mehr, ne? Warum auch? Warum war das nur S? Ich habe ihn mit zwei Schlägen erledigt. Wie kann das nur S sein? Willst du mich verarschen? Ich bin schon fast auf Maximum Level. Was haben die hier für Anforderungen? War ja vor wie in Kingdom Hearts, wo ich die ganzen Data-Boss-Battles machen muss, wo ich keinen einzigen Fehler laufen darf. Ich bin bereit, dass du mein Spezialtraining so schnell gelernt hast. Ich bin einfach ein guter Lehrer und du hast einfach sehr viel Talent. Zeit für Erklärung. Wenn du einen Wolfzahnfaust ansetzt, wirst du eine Reihe mächtiger Angriffe aus. Der Nachteil ist, dass du ungeschützt bist. Wenn du nicht triffst, setze sie nur ein, wenn du sicher bist, dass du triffst. Setze sie in einen echten Kampf ein, um sie in den Griff zu bekommen. Ich überlege mir so lange die nächste Lektion. Okay, hast du genug überlegt? Hör, gegen sie sehr kämpfen, selbst im Training. Was? Oh, hallo, du bist gut dran. Es wird keinen Weg daran vorbei. Es hilft aber, stärker zu werden. Wo ist der da hinten? Weiß. Heute bringe ich den Ki-Explosionsstoß bei. Schmetter einen mit Ki auf kleinen Faust in das Gesicht deines Gegners. In dieser Aktion bist du damit einen Gegner zurück, der dich in der Enge getrieben hat. Bist du bereit? Denn das wird nicht einfach. Vernachlässige bloß durch deine Deckung. Definitiv nicht niemals. Bla bla bla. Ki-Explosionsstoß. Boah. Das klingt so, weiß ich nicht, underrated. Und ist es wahrscheinlich auch. Die erste Fähigkeit, die wir von ihm bekommen, ist Totstellen. Also ja, ich erwarte hier nicht viel. Warum ist das so eine friedliche Musik, wo wir Cybermen sind? Boah, und da mach hin, ja. Die ganze Tagzeit. Und du stirbst. Ist nicht schlecht, die Attacke, finde ich. Ist eine Ki-Explosionsangriff oder ist das ein Schlag-Explosionsangriff? Wow, what? Ich muss euch damit erledigen. Oha. Kommt mir bekannt vor, die Fähigkeit. Das ist okay. Boah, jetzt muss ich wieder aufladen. Ich dachte, ich würde danach noch einen Meister schaffen, aber du ziehst jetzt hier natürlich alles wieder in die Länge. Ja, im Schuh. Doch. Das ist ein cooler Angriff. Mein Gott, ja, im Schuh. Ehrlich? Nein. Wurf. Wurf. Au. Und Wurf. Nein, du Sack. Boah, willst du mich verarschen? Was? Du bist nicht tot. Nein, ich wurde am Schuh, merke ich gerade. Nein, ich bin echt der Schüler von am Schuh. Oh, nein. Boah. Ernsthaft. Ja. Jetzt so lange dauern hier. Und willst du mich verarschen? Nein, geh weg von mir. Au, was?
Jetzt hat es auf einmal geklappt. Boah. Ehrenbürger, erteilt euer Dingens. Energie, keine Ahnung. Bestimmt 50% geschafft hier von den Meistern. Kann doch gar nicht sein. Ich habe doch nicht die Hälfte aller Meister schon. Gut, wir haben es geschafft. Ha, ich bin besser als damals. Glückwunsch, du hast den Kiexplosionsstoß gemeistert. Durch bei der Technik meiner Art Kiexplosion kann sie im Nahkampf eingesetzt werden. Ich bin sicher, dass du irgendwann die Haut rettest. Du musst nur wissen, wann du sie einsetzt. Vielen Dank, Walter. Endlich ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen. Ha. Weißt du was? Die packe ich sogar in meine Dingens rein. Ich finde die interessant. Statt Powerblitz. Das ist eine Dingens, ne? Hier beim Rennen schwache Kiexplosionen. Mir stärker als damals, als ich dich zum ersten Mal sah. Hey, als ein Lehrer bin ich stolz auf dich. Du hast meine mächtigste Technik, den Geisterball, gerade so einsetzen können. Wenn es dir hängt, die Technik zu meistern, bist du ein wahrer Krieger. Gib dein Bestes. Oder der Weg des Kriegers, genau wie in Street Fighter. Geisterball. Spirit Ball Attack. Das ist potenziell eine der besten Attacken, meiner Meinung nach. Das Problem ist, sie wurde von ihrem Schuh eingesetzt. Ernsthaft, für Yamshu war das eine ganz schön geile Fähigkeit. Mein Ki-Explosion angefällt, aber nicht so, weiß ich nicht. So Standard wie ihm jetzt in Dragon Ball Z und so. Waren damals noch ein Big Deal. Die Kiko-Kanone, mein Gott. In den ganzen Ring pulverisiert, ey. Stell dich mal einer vor, irgendjemand anders wird diese Fähigkeit hier einsetzen. Cool, okay. Stell dich mal einer vor, Son Goku oder Vegeta würden. Stell dich mal einer vor, Son Goku oder Vegeta würden die Kiko-Kanone einsetzen. Das wäre extrem. Also eine der stärksten Attacken aller Zeiten. Oh, 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 du bist stärker geworden. Oh, das ist wirklich was Besonderes. Du wärst den Geisterball fehlerfrei. Ich kann dir sonst nichts mehr beibringen. Du bist mit dem Training noch nicht fertig, oder? Vielleicht wirst du sogar stärker als ich. Aber egal, wie stark du bist, ich werde dir immer den Rücken frei halten. Wenn du mal Probleme hast, komm zu mir. Okay, cool. Damit haben wir 50% jetzt, nehme ich an. Was? 44%, dann weiß ich nicht. So, Ginyu haben wir noch und Songwon und Bidel, die könnten wir ja, und Thales muss ich auch noch ein bisschen, und Hit, okay, der ist per DLC dazu gekommen. Freezer müsste ich vielleicht, wenn ich ihn einmal anspreche oder so, vielleicht noch, oder wenn ich ihn zu einer Quest mitnehme. Ach nee, ich habe jetzt Hit. Mal schauen, wie wir das machen der nächste vor. Ich glaube, wir machen Songwon und Bidel als nächstes, weil ich guck, was für Parallelquests wir haben und so. Ich werde wahrscheinlich erst mal Meister wechseln und so. Wir machen schon irgendwas in der nächsten Folge und ihr werdet alle live dabei sein oder auch nicht. Du hast die gleiche Frisur wie ich, willst mich verarschen. Du bist größer, wie kannst du es wagen? Das ist so scheit, hä? Oh Gott, ich habe ihn getroffen. Weg hier. Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich bedanke mich allerseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.